bei der BV Mini WM in Leonberg bei Regensburg und schauen uns das heute mal ein bisschen an, wie das hier so abläuft. Hier sind 16 Mannschaften aus Bayern, die sich qualifiziert haben und stellen hier eben die WM nach. Wir sind schon gespannt, wer hier gewinnt bei der WM. Wir haben jetzt hier den Georg Müllner getroffen, den Turnierleiter vom Bayerischen Fußballverband. Wieso findet es hier in Leonberg statt? Es war ursprünglich geplant, dass dieses Turnier im Rahmen des Events in Augsburg, Augsburg ist unser WM-Standort und dort sollten eigentlich alle Veranstaltungen stattfinden. Es ist geplant gewesen, auf dem Soccer Court am Rathausplatz dieses Landesfinale der Mini-WM durchzuführen. Wir sind am Montag informiert worden, dass durch eine Kulturveranstaltung der Platz belegt ist. Warum wir so spät informiert worden sind, das können wir jetzt noch nicht nachvollziehen. Wir mussten nur am Montag dann eine schnelle Entscheidung finden. Die Entscheidung war, Turnier ausfallen zu lassen oder einen alternativen Standort zu finden. Und dann hat man sich besonnen auf Vereine, von denen wir wissen, dass also kurzfristig ein Turnier organisieren können. Frauenfußballweltmeisterschaft findet in ganz Deutschland statt, nicht nur in Augsburg. Und von daher war dann die Entscheidung beim SV Leonberg, weil wir eben gute Erfahrungen mit dem Verein gemacht haben und wir wussten, dass der Verein in der Lage ist, auch kurzfristig ein Turnier zu organisieren. Und, was verbindet ihr mit Brasilien, mit dem Land, das ihr heute vertretet? Könnt ihr die Sprache? Nein. Warum seid ihr Brasilien? Keine Ahnung. Weißt du, warum ihr Brasilien seid heute? Nein. Und wo kommt ihr her? Burg Lengfeld. Was verbindet ihr mit eurem Land? Nix. Warum seid ihr das Land? Wurde das zugelost? Oder? Unser, ja. Wisst ihr was von eurem Land, was ihr heute vertretet? Kolumbien. Kolumbien, ja. Und wisst ihr irgendwas über Kolumbien? Nein. Naja, nicht so viel. Okay, über euer Land, also Kanada? Die sind ja schon ausgeschieden, ne? Ja, schon. Weißt du irgendwas über Frankreich? Nein. Gar nichts? Nee, ich interessiere mich ja nicht für Frankreich. Okay, danke. Okay, und was wisst ihr über Australien? Das seid ihr Norwegen. Weißt du was über das Land? Nicht wirklich viel. Vielleicht ein bisschen was? Ja, keine Ahnung. Die Wikinger waren heute da irgendwann einmal, glaube ich, umeinander. Ja. Und wo kommt ihr her? Aus Nürnberg. Boah, cool, ich auch. Was wisst ihr so über Nigeria? Sie fahren viel. Ja. Ja. Sonst noch was? Nein. Die sind ja jetzt schon ausgeschieden, ne? Wie läuft es bei euch so? Gut. Zwei Siege gewonnen, zwei Spiele gespielt, zwei Siege. Na, dann ist ja super, dann viel Glück noch. Also wir haben jetzt hier die Deutschen getroffen, wo kommt ihr her? Aus Augsburg. Und wie läuft es so für euch bis jetzt? Nicht so gut. Ist halt doch Deutschland, da muss doch was laufen. Ja, es ist halt nicht so gut jetzt gerade gelaufen. Wir haben jetzt gerade verloren. Wie viele Spiele hattet ihr schon? Zwei. Und wie sieht's aus? Habt ihr schon was gewonnen? Ja, einmal haben wir 1-0 gewonnen und einmal haben wir 3-0 verloren. Na, das kann doch trotzdem noch was werden. Auf jeden Fall viel Glück. Also die Kleinen wissen hier relativ wenig über ihr jeweiliges Land und Deutschland steht momentan auch nicht so gut mit einer Niederlage und einem Sieg. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dafür ist Nigeria ziemlich gut dabei. Vielleicht können sie es ja den Jungs nachmachen, die letztes Jahr die Mini-WM gewonnen haben, die Nigerianer. Eine weitere Runde in der Gruppe C.